Hallo liebe Fischefrau, lieber Fischermann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 6. bis 7. April aussehen wird. Beachte bitte immer auch deinen Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung und den Link zu deiner Monatslegung für April. Außerdem habe ich dort jetzt neuerdings den Link zu allen Tarotkarten eingefügt. Du findest dort Übersicht aller Tarotkarten, findest du unten stehen. Da findest du dann auch diese Karten hier, die wir heute einsetzen. Das ist Legacy of the Divine Tarot von Guido Marchetti. Okay? Mit diesen Karten schauen wir heute. Let's see, let's see. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. So, Fische, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Ich habe hier Tod, 8 der Münzen. 6 der Münzen. Okay. König der Kelche. Ach, das ist schön. Schön. Ich weiß, ein bisschen düstere Karten, aber der Wille zählt. Dieser Mensch liebt dich sehr und die arbeiten hier an einer Möglichkeit, um die Situation zu transformieren. Die wollen die Situation hier verändern. Ich habe hier die Todeskarte, die 13. Karte, und sie wollen dir hier etwas geben, das diese Transformation einläutet. Dazwischen habe ich auch eine 7er Karte, eine Änderung. Etwas, das dir bisher nicht gefallen hatte, womit du bei 7 der Münzen warst, unzufrieden warst, das haben sie jetzt sich genauer angeschaut. Sie sind bei 8 der Münzen angekommen und jetzt wollen sie dir hier etwas geben, das die Transformation einläuten soll. Okay, let's see. König der Kelche drunter, dieser Mensch liebt dich sehr. Page der Kelche und Page der Schwerter, oh, sind die süß. Sind die süß. Du hältst gesunden Distanz zu diesem Menschen, ha, und beobachtest sie. Ja, Fische, du schaust, was sie online machen. Ja. Wer hat hier einen Fake-Account? Wer hat hier einen Fake-Account? Du bist distanziert höflich, Fische. Distanziert höflich. Ich sehe bei dir hier Vorsicht. Du bist hier ein bisschen vorsichtig. Und ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass du erstmal abwartest, dass dieser Mensch irgendetwas wieder gut macht, bevor du hier weitere Emotionen zeigen würdest, könntest, solltest. Okay? Und bevor du hier überhaupt irgendwelche weiteren Gedanken noch investierst. Okay, Page der Schwerter und Page der Kelche hier. Let's see. Auf der Seite von Herzensdame, Herzensmann, der Stern und die Hohepriesterin. Die wollen dich wirklich sehr, Fische. Die wollen dich wirklich sehr. Ich habe hier Wassermann und Zwillinge-Energie. Sie suchen hier einen Weg, um dich zu verzaubern. Um dich zu verzaubern. Und dabei frage ich mich, was mit dem ist, was du wieder gut gemacht haben möchtest. Es ist fast so, wie wenn dein Gegenüber sagt, hey Fische, das, was war, das ist zertrümmert, lass uns das einfach liegen, lass das einfach liegen. Gehen wir doch vorwärts in eine neue Zukunft. Ich habe mir da was überlegt. Du bist meine Wunscherfüllung. Lass uns doch gemeinsam diesen Traum ausleben. Lass uns das, was war, zurücklassen. Lass uns hier gehen in Richtung Wunscherfüllung. Und ich weiß nicht, was du davon halten wirst, Fische, weil ich habe da schon das Gefühl, dass das hier so wie eine Voraussetzung ist für dich, bevor du dir hier überhaupt irgendwelche Gedanken darüber machst oder Gefühle zeigst oder ähnliches, dass das, was da wieder gut gemacht werden muss, wieder gut gemacht wird. Ich habe hier der Mond auf deiner Seite liegen und auf der Seite von Herzensdame, Herzensmann, der Eremit. Hier habe ich der Eremit liegen und hier die Hohepriesterin, die sind da ganz oben irgendwo am Nachdenken. Sehr spirituelle Gedanken habe ich hier liegen.
Für dich herrscht hier in dieser Sache sehr viel Unklarheit, Fische. Viel zu sehr, als dass du hier irgendwie einen Schritt auf diesen Menschen zugehen könntest oder sonst irgendwie dir noch weitere Gedanken machen würdest. Ich glaube, du wirst hier mit ganz anderen Dingen beschäftigt sein am Montag, Dienstag. Ist dir einfach zu unbekanntes Terrain und jedes Mal, wenn du dir Gedanken darüber machst, kommt der Schmerz wieder hoch, kommt die Unsicherheit wieder hoch und es lohnt sich einfach nicht. Und jetzt, wo Herzensdame, Herzensmann sich komplett noch zurückzieht, um sich nochmals Gedanken zu machen, da wird es noch unklarer. Also ich frage mich manchmal schon, also Hohepriesterin, der Eremit und dann bei manchen Menschen, wo eben diese Karten kommen, frage ich mich, hey, schreiben die eine Doktorarbeit über diese Verbindung? Was gibt es, worüber man sich so viele Gedanken will, machen will? Ja, ist so, weil ich verfolge ja die Legungen und ich sehe dann wirklich Menschen, die über Wochen sich Gedanken über eine Beziehung machen. Hey, Alter, such dir ein Hobby. Oder da denkt man sich dann schon, ey, wie muss man drauf sein, dass man eine Verbindung so in die Einzelteile zerlegt und genau überlegt und macht und tut. Hä? Ich werd dann irgendwann ein PhD ausstellen. PhD of Be Liebesbeziehungen. Vergebe ich dann den Sternzeichen, die am längsten überlegen. Jungfrau sollte es schon längst bekommen. Sorry, technische Störung. Ja, wo waren wir eben? Jungfrau sollte es bekommen. Ist ja auch die Jungfraukarte hier, der Eremit, falls du es mit Jungfrau zu tun hast. Ich werde jetzt hier von Widder bis Fische bei allen Sternzeichen nachschauen, wie sie zu dir stehen, Fische, und was vom 6. bis 7. April zwischen euch passieren wird. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendent sowie Sonnenzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen. Und diese Infos dann als Ergänzung zu dieser Legung hier nehmen. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.